Hallo, da seid ihr ja wieder. Freut mich, euch wieder zu sehen. Heute öffnen wir schon das 14. Türchen. Seid ihr schon gespannt, wie es weitergeht? Ich freue mich, dass ihr dabei seid und zuhört. Viel Spaß! Wie jeden Morgen wurde ich auch heute wieder von meinem Wecker geweckt. Aber ich war so schlapp. Hatte keine Kraft aufzustehen. Mir war immer noch kalt. Ich stellte meinen Wecker aus und wollte aufstehen. Aber meine Beine gehorchten mir nicht. Ich kuschelte mich wieder ein und schlief sofort wieder ein. Um 7:15 kam meine Mama zu mir ins Zimmer. Sie rief, »Guten Morgen, meine Kleine. Es wird Zeit aufzustehen. Es ist schon 7:15 Uhr. Beeil dich, sonst kommst du zu spät zur Schule. Wolfgang wartet schon im Flur bei Nils auf dich. Kerstin, aufwachen!« Ich hörte meine Mama irgendwo in der Ferne rufen, aber es fiel mir schwer, die Augen zu öffnen. Erneut rief Mama meinen Namen. »Mami, mir ist so kalt und ich bin noch so müde«, antwortete ich und war schon fast wieder eingeschlafen. Im Halbschlaf merkte ich, dass Mama zu mir ans Bett kam. Sie legte mir ihre Hand auf die Stirn und ich hörte sie weit entfernt sagen, »Oh je, du glühst ja. Ich glaube, du hast Fieber. Ich hol mal eben das Fieberthermometer. Bin gleich wieder da.« Dann verließ sie mein Zimmer. Wie lange es gedauert hat, bis sie zurück war, kann ich nicht sagen. Ich war nicht wirklich wach. Irgendwann war sie wieder bei mir am Bett und Wolfgang stand neben ihr. Sie hielt mir das Fieberthermometer an die Stirn und sagte dann, 39 Grad, das ist ganz schön hoch. Wolfgang, Kerstin kann heute nicht zur Schule. Ich muss gleich erstmal mit ihr zum Arzt. Ich hörte zwar alles, aber es klang wie durch einen Nebel gesprochen. Wolfgang verließ das Zimmer und nahm den Brief von Nils, den er in den Händen hielt, wieder mit. Mama ließ mich noch weiter schlafen, legte mir aber, bevor sie ging, ein kühles, feuchtes Handtuch um die Waden. Ich hörte, wie sie telefonierte, Bruchstücke wie 3 Stunden, ja, okay, wir kommen dann vorbei. Dann war es still. So gegen 9 Uhr kam meine Mama wieder zu mir ins Zimmer. Sie maß nochmal Fieber. »Immer noch 39 Grad«, sagte sie. »Mäuschen, du musst nun aufstehen. Wir haben einen Termin bei Herrn Dr. Schneuf. 11 Uhr sollen wir bei ihm sein. Ich helfe dir gleich beim Anziehen. Möchtest du frühstücken oder hast du keinen Hunger?« Ich überlegte. Mein Magen knurrte zwar, aber Hunger hatte ich nicht. »Danke, Mami. Im Moment ist mir nicht so nach Essen.« Ich versuchte aufzustehen. Es war ganz schön anstrengend, aber irgendwie schaffte ich es. Mama half mir, mich anzuziehen. Als ich fertig angezogen war, gingen wir zum Auto und fuhren los. Als wir in der Praxis ankamen, sagte Mama vorne am Empfang Bescheid. Wir sollten dann gleich ins Behandlungszimmer durchgehen, wo Herr Dr. Schneuf schon auf uns wartete. »Guten Morgen, Kerstin«, sagte er. »Na, wo drückt denn der Schuh?« »Guten Morgen, Herr Dr. Schneuf. Meine Schuhe drücken nicht. Die hat Mama mir doch erst neu gekauft. Die passen super.« Er musste lachen. »Das sagt man doch nur so. Ich meinte damit, wie es dir geht.« »Ach so«, ich musste lächeln und sagte dann, »mir ist kalt und mein Kopf und mein Hals tun mir weh. Mama sagt, dass ich Fieber habe.« »Dann will ich dich mal abhorchen, dir in deinen Hals und in die Ohren sehen.« Er nahm sein Stethoskop und hielt das eine Ende auf meinen Rücken. Die Stöpsel steckte er sich in die Ohren. Ich musste tief ein- und ausatmen. Das Gleiche tat er dann nochmal auf der Brust. Dann nahm er ein Stäbchen und leuchtete mir mit einer Taschenlampe in den Hals.
Als letztes sah er mir noch in die Ohren. Nichts davon hat wehgetan. Im Gegenteil, als er in meine Ohren guckte, hat es sogar ein bisschen gekitzelt. Dann sagte er zu mir: »Na, da hast du dir ja eine schöne Erkältung eingefangen. Hast du dich eventuell irgendwie verkühlt?« Ich nickte und erzählte ihm, dass ich Schlittenfahren war und mir danach ganz schön kalt war und dass ich gestern Morgen wach geworden bin, weil Nils das Fenster vergessen hatte zuzumachen. »Wer ist denn Nils?« fragte Dr. Schneuf. Ich berichtete ihm kurz von unserem kleinen Wichtel. Er nickte und erzählte uns, dass bei ihm früher auch ein Wichtel wohnte. Sein Wichtel hieß Johannes. Er gab Mama ein Rezept über Fieberzäpfchen und verabschiedete sich dann von uns. Auf dem Rückweg hielt Mama noch kurz bei der Apotheke an und löste das Rezept ein. Zu Hause angekommen, schickte sie mich gleich wieder ins Bett. Nachmittags wurde ich durch ein Klopfen an meine Zimmertür geweckt. Wolfgang war aus der Schule zurück. Nachdem Mama ihm erzählt hatte, was der Arzt gesagt hat, kam er nun in mein Zimmer, um mir Gesellschaft zu leisten. Den Brief von Nils hatte er auch dabei und er las ihn mir vor. »Aloha, Olua!« »Guten Morgen, ihr beiden, auf Hawaiianisch!« »Hey, ihr seid ja richtige kleine Genies. Alle Worte sind richtig. Das ist ja klasse. Was du alles im Schwimmkurs lernst, ist ja richtig toll. Hört sich sehr interessant an. Ich werde dem Weihnachtsmann vorschlagen, dass wir auch so etwas bei uns im Dorf einführen, damit die kleinen Wichtel und Elfen auch alle schwimmen lernen. Nachdem ich mir euren Brief durchgelesen habe, habe ich richtig Lust bekommen, eine Runde zu schwimmen. Ich zog meine Badehose an, die ich aber erst einmal ganz schön suchen musste, da sie in meiner Schublade unter den langen Unterhosen versteckt war. Jetzt sagte ich mit meinem Zauberpulver in der Hand folgenden Zauberspruch auf. Nils, der will heute schwimmen gehen, darum muss er ins Wasser gehen. Ein Pool statt Wanne soll im Bad jetzt stehen. Dann kann ich gleich planschen gehen. Ein Strand am Rand, das wäre nett. Ne Hängematte an zwei Palmen, dann perfekt. Ein kleines weißes Segelschiff gibt allem noch den richtigen Schliff. Damit ich nicht so alleine bin, sind hier schon all meine Freunde drin. Aber morgen Abend um Punkt 10 ist vom Pool nichts mehr zu sehen. Ich lief schnell ins Bad und juhu, der Zauberspruch hatte geklappt. Alles war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Auf dem weißen Segelschiff standen meine Freunde, Klaus Maus, Milli Maulwurf, Sabine, die flotte Biene und winkten mir zu. Neben dem Boot schwamm Quarks, der Frosch, schon seine Runden. Vielen Dank, Wolfgang, dass du mich mit deinem Brief so inspiriert hast. Nun lasse ich es mir erstmal richtig gut gehen. Bis morgen, euer Nils. Obwohl ich immer noch ganz schön schlapp war, wollte ich mir das unbedingt ansehen, bevor es wieder verschwunden ist. Tatsächlich, statt der Badewanne stand nun ein Pool im Badezimmer. Da unsere Badewanne ganz hinten im Bad stand und meistens der Duschvorhang vorgezogen ist, war uns das gar nicht aufgefallen, dass da nun ein Pool stand. An einer Ecke vom Pool war ein kleiner Sandstrand, auf dem mehrere Palmen standen. Auch Dünen waren zu sehen. Etwas weiter vorne dienten zwei Palmen als Halter für eine kleine Hängematte. Ganz vorne am Strand lagen ein paar Handtücher. Daneben stand ein Eimer mit Schaufel und eine Sandburg. In der Mitte des Pools schwamm ein kleines weißes Segelboot. Leider war von Klaus Maus, Milli Maulwurf, Sabine die flotte Biene und Quarks dem Frosch nicht zu sehen. Von Nils natürlich auch nicht. Aber das war ja auch besser so, denn ihr wisst ja, wir dürfen ihn nicht sehen. Wolfgang begleitete mich in mein Zimmer und setzte sich zu mir ans Bett. Gemeinsam schrieben wir dann einen neuen Brief für Nils, wobei das Schreiben Wolfgang übernommen hat, damit ich liegen bleiben konnte. Folgendes schrieben wir: »Lieber Nils,
Wir hoffen, du hattest viel Spaß mit deinen Freunden. Wir haben uns deinen Pool angesehen. Das sah ja richtig verlockend aus. Am liebsten wäre ich auch gleich hineingesprungen. Das heißt, nur ich, Wolfgang. Kerstin hat Fieber und muss heute im Bett bleiben. Daher schreibe ich auch den Brief. Obwohl sie so kaputt und schlapp ist, musste sie sich aber unbedingt deinen Pool ansehen, bevor er wieder verschwunden ist. Wir freuen uns, morgen wieder von dir zu hören. Deine Kerstin und dein Wolfgang. Wolfgang nahm den Brief und verabschiedete sich. Papa, der in der Zwischenzeit nach Hause gekommen war, kam in mein Zimmer und maß nochmal Fieber. Es war immer noch auf 38 Grad. Er nahm mich in den Arm, gab mir ein Küsschen auf die Stirn, wünschte mir gute Besserung und ging wieder. Ich mümmelte mich ganz doll in meine Decke ein und war innerhalb kürzester Zeit eingeschlafen. Möchtest du wissen, wie es mit Nils und den Kindern weitergeht? Dann besuche morgen wieder meine Seite und öffne das nächste Türchen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere mich doch am besten. Über einen Kommentar oder einen Daumen hoch, wenn dir die Geschichte gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr freuen. Bis morgen, ciao und schlaft schön, falls ihr euch die Geschichte als Gute-Nacht-Geschichte angehört habt. Süße Träume!